Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Kulturstadion. Nach einer ganz kurzen Pause, die sich an die wunderbare Präsentation von Dieter Müller und Munir Zitouni angeschlossen hat, begrüße ich Sie ganz herzlich zurück, sowohl hier im Saal als auch im Livestream vor dem Bildschirm. Mein Name ist Oliver Tietz von der DFB Kulturstiftung. Wir veranstalten heute das Kulturstadion gemeinsam mit der LitCam, liebe Karin Plötz, gemeinsam mit der Evangelischen Akademie, lieber Herr Latzel, und freuen uns, dass wir hier in Frankfurt in den wunderbaren Räumen der Evangelischen Akademie veranstalten dürfen. Wir kommen zur zweiten Lesung des Tages zum Buch Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution von Ronny Blaschke, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Ebenso wie das erste Buch, das wir heute Vormittag vorgestellt haben, ist auch dieses Buch nominiert zum Fußballbuch des Jahres. Ich glaube, nächste Woche fällt die Entscheidung. Ich drücke beiden Büchern ganz herzlich die Daumen. Ronny Blaschke vielleicht ein bisschen weniger, weil er die Auszeichnung schon erhalten hat, 2007, wenn ich mich recht erinnere, also hochdekoriert. Ronny Blaschke, geboren 1981 in Rostock, zählt zu den, das darf man wirklich so sagen, renommiertesten Sportjournalisten und Autoren dieses Landes. Aber anders als viele seiner Berufskollegen endet sein Interesse nicht beim Ergebnis, bei den Spielen, bei den Toren, bei den Titeln, sondern es beginnt eigentlich da, wo die Spielfeldgrenze endet. Ronny Blaschke setzt sich seit ganz vielen Jahren mit Themen auseinander, die rund um den Fußball, weniger auf dem Spielfeld, sich abspielen. Er hat über Rechtsradikalismus im Fußball geschrieben, über Homophobie, über Rassismus und hat zuletzt auch ein Buch veröffentlicht über das soziale und gesellschaftspolitische Engagement von Verbänden und Vereinen. Für sein neues Buch Machtspieler hat er den Blick über die Grenzen hinausgewagt, hat 180 Interviews, so steht es geschrieben, geführt, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube es dir, Ronny, in über 15 Ländern recherchiert und herausgekommen ist ein Buch, das sich mit den, ja, gesellschaftspolitischen, vielen auch politischen Themen des Fußballs in aller Welt beschäftigt. Unser zweiter für heute Nachmittag ursprünglich angekündigter Gast, Nadim Rai, kann leider nicht kommen. Wir hatten gehofft, dass er nach einem OP-Termin so weit wiederhergestellt sein würde, dass wir ihn zumindest hätten einblenden können. Auch das geht leider nicht. Lieber Nadim Rai, wenn du zuschaust, wir wünschen eine gute Besserung. Ja, das zur Vorrede. Lieber Ronny, herzlich willkommen und eine schöne Präsentation von Machtspieler. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, lieber Oliver Tietz, liebe Karin Plötz. Vielen Dank an die DFB Kulturstiftung und an LitCam, auch an die Evangelische Akademie, dass ich mein Buch heute hier vorstellen kann. Ja, ich bin viel unterwegs gewesen. Zum Glück alles vor Corona. Das Buch war fertig recherchiert. Dann kam Corona. Im Februar war ich noch unterwegs fürs Buch. Machtspieler auf vier Kontinenten. In 15 Ländern war ich unterwegs und nutze sozusagen den Fußball als Vergrößerungsglas auf politische, auf historische, manchmal sogar auf religiöse Entwicklung. Ich möchte Ihnen, ich kann gar nicht aus allen 15 Ländern Ihnen heute was erzählen, ich möchte es mal schlaglichtartig machen, um Ihnen vielleicht ein bisschen Geschmack zu machen auf das Thema. Und ich möchte in einem Land beginnen, was aus Aktualitätsgründen gar nicht ins Buch reingepasst hat, weil es später passiert ist, nämlich Belarus. Belarus, das kriegen Sie von den Schlagzeilen aktuell mit, Diktaturus seit 26 Jahren, die Lukaschenko regiert. Die größten Proteste in den vergangenen Jahren, Zehntausende, manchmal mehr als 100.000 Menschen sind dort aktiv. Und auch die Sportlerinnen und Sportler. Der Sport soll ja autonom sein von der Politik, so steht es in der Olympischen Charta, ist in Belarus nicht ganz so. Und nämlich Lukaschenko auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees ist, wo er seine Vertrauten aus Militär, aus Staatsbetrieben, auch in Fußballverbänden und in Vereinen installiert. Und selbst dort trauen sich jetzt Sportlerinnen und Sportler zu protestieren. Mehr als 600 haben einen offenen Brief unterschrieben und sie wollen Freiheit, sie wollen freie Wahlen und sie wollen Demokratie. Vom Fußball ist nicht ganz so viel zu hören, weil der besonders profitiert von der staatlichen Unterstützung. Ja, ein Nationalspieler möchte nicht mehr unter Lukaschenko spielen, aber die Sportler, die hier zu sehen sind, sind vor allem aus olympischen Sportarten. Und der Fußball, ja, es gibt einen Zweitligisten, der FC Krumkatschi, die hat sich getraut, mit T-Shirts sind sie auf die Straße gegangen, wir sind gegen Gewalt. Auch von ihnen sind Fußballer festgenommen worden, einige sogar gefoltert worden. Stellen Sie sich vor, man würde hier in Deutschland als Fußballer sich gegen, haben ja auch welche gemacht, gegen die Corona-Politik,
an Demonstrationen teilgenommen. Die haben aber keine Befürchtung, dass sie im Gefängnis landen und sogar gefoltert werden. Bei der Fankultur, ja, auch dort ist es so, dass Fußballfans schon seit 2013, 14 von der Polizei halt angegangen werden, dass es Schauprozesse in Belarus gibt, wo Anführer von Fangruppen in Schauprozessen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Auch jetzt vor den Präsidentschaftswahlen im August wurden Fananführer verhaftet, erst nach den Wahlen wieder freigelassen. Also der Geheimdienst in Belarus schüchtert Fans systematisch ein. Und deswegen trauen sie auch aktuell relativ wenig Fans zu demonstrieren. Man sieht einige Ultras auf den Straßen von Belarus in Minsk, aber nicht mit ihren Symbolen in großen Gruppen. Und sie wurden auf ziemlich krasse Art auch gewarnt. Im August, schon wenige Wochen nach den Wahlen, ist der Fußballfan Nikita Kryvtsov tot in einem Waldgebiet gefunden worden. Er hing dort also vom Baum. Die Polizei sagt, er hat sich wegen Eheproblemen das Leben genommen. Aber seine Freunde sagen, nein, er hat protestiert. Er wurde von der Polizei aufgegriffen und dann ist er eben umgebracht worden. Selbst Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, Internetportale, die über Sport berichten, wurden geblockt, wurden gesperrt, weil die ja auch über den Fußball, über die Proteste berichtet haben. Wir sehen hier rechts Michail Zalewski, das ist ein Funktionär von Barta Borisow, der hat demonstrativ seine Militäruniform in den Müll geworfen. Auch der hat Probleme. Es gibt in Belarus ganz, ganz wenige Vereine, die sich gesellschaftspolitisch engagieren. Einer ist zum Beispiel der Club, ein Freizeitteam in Minsk, der nennt sich FC Autasak und der Name Autasak ist ironisch gemeint und bedeutet Gefangenentransport. Ja, man versucht also, das ironisch zu nennen. Warum ist Lukaschenko so skeptisch gegenüber Fußballfans? Warum werden die Fußballfans so systematisch kontrolliert, eingeschüchtert und Gewalt übersehen? Weil Lukaschenko 2013, 2014 genau beobachtet hat, was in der Ukraine passiert ist. Auf dem Maidan, das hat ihn nämlich skeptisch gemacht. Dort sind auch die Ultras, die Fußballfans, haben einen Teil dazu beigetragen, dass der prorussische Präsident Janukowitsch letztendlich zurückgetreten ist. Warum die Fußball-Ultras? Weil sie sich kennen, weil die ganz praktisch im Straßenkampf schon geschult sind, weil sie wissen, wie man Barrikaden errichtet, wie man Wasserwerfen ausweicht, wie man Verletzte versorgt. Und die sind eben auch auf dem Maidan gegen Janukowitsch und seine Schlägertrupps zu Gericht gezogen. Danach hat das Ganze nicht geendet, das wissen Sie, es gab den Krieg im Donbass in der Ostukraine und hier das Stadion von Donetsk, wo ein Spiel oder mehrere Spiele der EM 2012 stattfanden, das wurde einfach mal beschossen.
gehabt, aber er wurde dann im Jahr 2000 in einer Hotellobby in Belgrad erschossen. Vielleicht war er der Politik mit seinem Wissen zu mächtig geworden. Wenn man heute durch Belgrad, durch Zagreb, durch Pristina, durch Sarajevo, durch Mostar läuft, kann ich mir sehr empfehlen, weil es sehr interessant ist, weil Geschichte zu sehen ist, dann sehen Sie überall Bilder. Das ist ein Beispiel aus Belgrad, da steht ein Panzer neben dem Stadion und keiner wundert sich, da gehen die Familienväter vor dem Spiel, gehen da schäfisch dort hin, machen Fotos, machen ihre kleinen Jungs auf den Panzer. Im Hintergrund ist manchmal die orthodoxe Kirche zu sehen, ein schönes Motiv, was man in seiner Familie schicken kann. So ist das in Belgrad. Sehr spannend, vielleicht die spannendste Reise war in, das ist noch aus Zagreb, wenn man an dieses Spiel erinnert, in Sarajevo. Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, war in Jugoslawien das vielfältigste, das diverseste Land. Ja, da waren Muslime, Kroaten, Orthodoxe, haben da nebeneinander gelebt. Aber auch Bosnien-Herzegowina hat sich irgendwann von Jugoslawien unabhängig erklärt. Und ich war in Sarajevo im Stadion des FK Zenica. Das sind die Eisenbahner. Kein großer europäischer erfolgreicher Verein, wenn sie nicht in den Ahnengalerien des Fußballs finden, aber die Geschichte ist sehr interessant. Als Bosnien sich unabhängig erklärte, wollten das die Serben nicht akzeptieren. Die Serben haben dann Sarajevo belagert. Es gab ein Spiel 1992 zwischen Zenica und Rad Belgrad. Und dieses Spiel wurde von serbischen Scharfschützen beschossen. Fans, Spieler wurden beschossen. Das Stadion lag direkt an der Front. Auf der einen Seite die serbischen Soldaten, auf der anderen Seite die bosnischen Soldaten. Teile des Stadions gingen teilweise in Flammen auf. Der Rasen glich einem Krater und noch heute, wenn man heute die Straße Richtung Stadion geht, sind wirklich Einschusslöcher, zersprungene Scheiben überall zu sehen. Das Stadion ist rund erneuert, das sieht sehr, sehr schick aus mit einer Gedenktafel, aber dort im ehemaligen Jugoslawien, im Balkan, ist der Krieg noch allgegenwärtig. Wenn man mit den Leuten darüber sprechen möchte, sind sie eher ablehnend. Es sind kleine, 17 Millionen Menschen wohnen dort, also so viele wie Nordrhein-Westfalen. Das sind relativ kleine Regionen, verhältnismäßig. Alle haben ihre eigenen Geschichtsbilder, alle haben ihre eigenen Erinnerungskulturen. Im Fußball werden die eigenen Generäle auch gefeiert oder auch nicht. Das kann man positiv machen, wie hier Sarajevo. Das ist Jerman Gilda, der wollte 1992, das ist ein Fußballfan damals gewesen, wollte eine angeschossene Frau retten, wurde dabei aber erschossen. Und der wird regelmäßig in Gedenkaktionen von Fußballfans, in Choreografien, in Gesängen, auf Bannern, wird an ihn erinnert. Srebrenica hat sich auch in diesem Jahr gejährt, zum 25. Mal. Auch das machen bosnische Fans, lassen das in ihre Gedenkkultur einfließen. Das ist das Positive, das Kreative. Serbische Fans wiederum, also Serbien, feiern wiederum ihren einstigen General Ratko Mladic, der verantwortlich war für Srebrenica. Viele Fans von Rotterdam Belgrad, von Partizan Belgrad, die feiern Ratko Mladic. Bosnien-Herzegowina, ich weiß gar nicht, ob es da mal zuletzt ein Freundschaftsspiel des DFB gab, sehr, sehr interessant, sehr, sehr kompliziert. Ich hoffe, dass ich das im Buch möglichst einfach runterbreche. Es gibt dort also muslimische Bosnier, es gibt auch katholische Kroaten und es gibt orthodoxe Serben, die immer noch alle in Bosnien-Herzegowina leben und die immer noch um die Macht streiten. Es gibt ein Staatspräsidium mit drei Vertretern, ein Bosniake, also ein Muslim, ein Serben und ein Kroaten. Die wechseln sich alle 10 Monate ab, versuchen sich gegenseitig zu blockieren. Das ist im Fußballverband nicht möglich, da muss es einen Präsidenten geben. Aber das Fußballpräsidium hat 5 Muslime, hat 5 Serben, 5 Kroaten. Der DFB, das Präsidium, hat auch seine Streitigkeiten, aber es geht nicht um Religion, es geht nicht um Ethnien, es geht letztendlich um Fußball und um Wirtschaft. Also kompliziert, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich möchte Ihnen jetzt, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber was ich Ihnen jetzt erzähle, haben Sie vielleicht weniger gehört, kommt aber auch irgendwo vor, Ruanda. Ruanda ist über Jahrzehnte geprägt von diesen beiden Volksgruppen, Hutu und Tutsi, das wissen Sie. Das sind keine Ethnien, sondern das sind soziale Gruppen, aufgeladen mit rassistischen Pseudomerkmalen von wem? Von den einstigen Kolonialmächten, von den Deutschen und von den Belgiern. Dann wurde Ruanda unabhängig 1962 und die herrschende Gruppe, damals die Tutsi, mussten fliehen, viele wurden ermordet und plötzlich waren die Hutu an der Macht. Die Hutu, man kann das gleich verwechseln, die Hutu.
Und die Staatspartei, die Hutu, hat alles kontrolliert. Sogar der Nationaltrainer von Ruanda hat die Anordnung bekommen, nur Hutu spielen zu lassen. Und Tutsi wurden ausgegrenzt und ich würde Ihnen gerne eine Passage vorlesen, weil ich habe einen wunderbaren Torwart kennengelernt, Erik Muhangwa. Der war nämlich Tutsi, die lange Zeit ausgegrenzte Gruppe. Und da lese ich mal eine Passage vor. Im März 1994 deutet sich die Katastrophe in Ruanda bereits an. Doch vor allem Nachmittag bleibt der Hass im Verborgenen. Im afrikanischen Wettbewerb der Pokalsieger empfängt Rayon Sports, der beliebteste Verein des Landes, den sudanesischen Club Al-Hilal. Rayon Sports gewinnt 4:1 und zieht in die dritte Runde ein. Es ist der bislang größte Erfolg in der Fußballgeschichte Ruandas. Mehr als 30.000 Menschen jubeln im Stadion Amahoro, zu Deutsch Frieden. Hutu und Tutsi singen und tanzen gemeinsam. Ruanda ist damals auseinandergebrochen, doch wir erlebten einen Moment des Zusammenhalts, erzählt Erik Muhangwa, damals Torhüter von Rayon Sports und einer von drei Tutsi im Team. Nach dem Sieg gegen Al-Hilal feiern Fans bestimmt in die Nacht, auch Hutu klopfen Erik Muhangwa auf die Schulter, geben ihm Bier aus, stecken ihm Geld zu. Radiosender berichten voller Lob, sogar der Staatspräsident will sich mit dem Spiel im Fernsehen zeigen. Erik Muhangwa hat keine Lust darauf, denn er weiß, dass diese Zuneigung nicht echt ist. Der Alltag sieht für Tutsi Anfang der 1990er Jahre anders aus. Was die meisten nicht wissen damals, im Geheimen wird ein Völkermord vorbereitet. Eine der treibenden Kräfte für die zunehmende Gewalt gegen die Tutsi ist die Interahamwe, eine paramilitärische Organisation der Hutu-Staatspartei. Die Interahamwe rekrutieren junge Kämpfer auch auf Bolzplätzen und Tribünen. Viele ihrer Propagandaveranstaltungen finden in der Nähe von Stadien statt, wo sie junge Menschen leicht erreichen. Der Torwart Erik Muhangwa ist mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass er anders ist. In der Schule, beim Arzt, in der Warteschlange, als Tutsi fühlt er sich benachteiligt. Mehrfach wird der Bus seines Vereins Rayon Sports von Milizen gestoppt. Mehrfach werden nur die drei Tutsi aus dem Team durchsucht, bedroht und geschlagen. Radiomoderatoren bezeichnen die Tutsi als Kakerlaken, Schlangen, Stechen. Einmal verweigert Erik Muhangwa ein Spiel in Gisenyi. Zu gefährlich erscheint ihm die Hochburg der radikalen Hutu. Immer wieder werfen Fans hinter seinem Tor Flaschen auf ihn. Immer wieder kann er ihn auch ausweichen. Am Abend des 6. April 1994 wird das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Habyarimana im Landeanflug auf Kigali abgeschossen. Bis heute sind die genauen Ursachen nicht klar. Eine Vermutung ist, dass die Haltung des Präsidenten vielen extremistischen Hutu nicht radikal genug war. Knapp 30 Minuten später beginnen in Kigali die ersten Morde an einflussreichen Tutsi und kritischen Hutu mit Waffen, Macheten und Messen. In den frühen Morgenstunden wird der Torwart Erik Muhangwa aus dem Schlaf gerissen. 5, vielleicht 6 Soldaten stürmen seine Wohnung. Sie drücken ihm mit dem Gesicht auf den Boden, verwüsten seine Einrichtung. Irgendwann erblickt einer der Kämpfer in einem heruntergefallenen Fotoalbum das Bild von Rayon Sports. Der aggressive Soldat ist plötzlich ganz müde. Er sei schon lange Fan dieses Vereins, erzählt der Muhangwa und bedankt sich plötzlich bei dem Torwart für dessen großartige Leistung. Dann gibt der Soldat einige Tipps. Muhangwa solle Türen und Fenstervorhänge offen lassen, dann sehe das Haus für andere Milizen leer aus. Und in der Tat wird Muhangwa in den kommenden Stunden in Ruhe gelassen. Er kann die Nacht überleben. Es ist der erste von annähernd 100 Tagen, an deren Ende mindestens 800.000 Menschen tot sind, etwa 75% der Tutsi sowie moderate Hutu. Die Täter kommen aus Armee, Präsidenten, gar die Polizei, doch auch die Bevölkerung beteiligt sich an Massen. Lehrer töten ihre Schüler, Kinder ihre Onkel, Fußballer ihre Teamkollegen. Gegenüber Bekannten war man oft in größerer Gefahr als gegenüber Unbekannten, sagt Erik Muhangwa. Meine Mitschüler kannten meine politische Haltung, sie hätten mich leicht verraten können, aber sie entschieden sich für die Vernunft und gegen den Wahnsinn. Wenn Muhangwa über den Völkermord spricht, dann konzentriert er sich auch auf die letzten Funken Menschlichkeit. Dann erwähnt er seine Hutu-Kollegen, die für ihn Verstecke organisierten, Polizisten schmierten, ihm Lebensmittel besorgten.
Mehrfach befreite sich Mourinho aus bedrohlichen Situationen, weil die Mörder in ihm ein Vorbild aus dem Fußball sahen. Vor einige Tage kam er sogar bei Zuzu unter, einem ehemaligen Funktionär seines Vereins in Remo Sports. Sie aßen gemeinsam, spielten Karten und redeten über Fußball. Und draußen ging das Morden weiter. Später erfuhr Mourinho, dass Zuzu lebenslang ins Gefängnis musste für die Morde an mehreren hundert Tutsi. Die Welt war nicht schwarz und weiß, sagt Mourinho. Es gab Menschen, die andere quälten und umbrachten, und dieselben Menschen retteten am nächsten Tag anderen das Leben. Es war eine unbegreifliche Zeit. Im Juli 1994 ist die Befreiung Ruandas durch die Rebellenarmee RPF fast abgeschlossen. 100.000 Hutu fliehen ins Ausland, vor allem nach Zaire, in die heutige Demokratische Republik Kongo. Das Vertrauen der Tutsi in Institutionen ist erschüttert, vor allem in die katholische Kirche, die das Morden vielfach geduldet und ermöglicht hat. Es gibt nicht viel, woran sich die Ruander aufrichten können. Aus dem erweiterten Familienkreis von Dedek Mourinho sind 30 Menschen tot. Doch er zwingt sich, nach vorn zu blicken und geht auf die Suche nach alten Teamkollegen. In jener Zeit reden die Überlebenden über Massenbegehren der Seuche und die Sorge vor einem Aufflammen des Bürgerkrieges. Doch Mourinho möchte ein bisschen Freude verbreiten. Leider mitspielen, verabredet er sich zum Kicken und schon zwei Monate nach dem Genozid trifft Rayon Sports in einem Spiel auf den Rivalen Kiyomu Sports. Eric Mourinho sagt, im Stadion waren mehr als 15.000 Leute. Das Spiel war das erste Ereignis, wo die Leute wieder so etwas wie Freude empfanden. Ja, das ist also die Geschichte von Eric Mourinho. Es geht natürlich weiter. Er lebt mittlerweile in London, wo ich ihn auch getroffen habe. Und Ruanda ist mittlerweile ja ein beliebtes Tourismusziel. Ich war auch beim Armee-Club, das ist der erfolgreichste Verein von Ruanda. Der wurde übrigens von der Rebellenarmee gegründet, damals. Die Rebellenarmee, die Ruanda wieder befreit hat. Die haben sich damals Anfang der 90er Jahre im Wald einfach fit halten wollen, haben Fußballvereine gegründet, haben sich bei Laune gehalten und dieser Verein dominiert heute eben den Fußball. Und Ruanda gibt auch viele Projekte mit Fußballverbänden, DFB war auch schon dort, ist inzwischen sozusagen das Musterland, das ist keine Demokratie, aber es gibt relativ wenig Korruption und wirtschaftlich geht es dort auch aufwärts. Als letzten Punkt, bevor wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen, entführt sich mal in eine ganz andere Region, und zwar den Namen Mittleren Osten nach Syrien. Das ist genauso kompliziert. Syrien, der Bürgerkrieg ist praktisch gewonnen für Bashar al-Assad. Dort sind 500.000 Menschen getötet worden, 12 Millionen auf der Flucht. Aber interessant ist, dass in den 9 Jahren des Bürgerkrieges eigentlich der Fußball immer weiter ging. Natürlich nicht in den zerstörten Städten, aber in den vermeintlich sicheren Städten dann schon. Und Bashar al-Assad, da war er so ein Feingeist, ja, seine Frau und er, die interessiert sich mehr für Kunst, aber sie haben sich in den richtigen Momenten eben auch beim Fußball gezeigt, weil sie suggerieren wollten, nein, das Land, das wird wieder aufgebaut und wir haben Erfolg. Und er hat sich dann auch gezeigt mit seinen Spielern, in Syrien hat sich ja sogar für die Asienmeisterschaft qualifiziert. Und dann sagt Assad solche Sätze wie, Zitat, ihre Leistung ist ein Beweis für die Lebenskraft des syrischen Volkes, für Entschlossenheit, Stabilität, Patriotismus. Da ist sie, die Propaganda, die ich im Untertitel erwähne. Und manchmal, weil Syrien macht natürlich seine Heimspiele nicht in Damaskus, sondern die offiziellen Pflichtspiele finden in Malaysia statt, in Dubai, also im Exil. Das ist ganz interessant, auf der Tribüne sitzenden Dissidenten, Assad-Anhänger, syrische Austauschstudierende sitzen da nebeneinander und einige Spieler tragen daneben auch Trikots von Assad. Und man ist natürlich abhängig, wenn man in Syrien was werden will, von der Assad-Partei. Es gab Spieler, die sich relativ früh der Opposition angeschlossen haben. Zum Beispiel Firas al-Khatib, das war ein sehr erfolgreicher Spieler, der im Ausland gespielt. Der hat sich 2012 der Opposition bekannt, dazu bekannt, ist aber zurückgekehrt ins Nationalteam. Vielleicht auf Druck der Politik, vielleicht wurden seine Freunde unter Druck gesetzt, seine Familie, das weiß man nicht. Es gibt tolle Recherchen von Menschenrechtlern, die im Exil leben, die haben das genau aufgelistet. Es sind mindestens 38 Fußballer, auch Nationalspieler, entführt, gefoltert, getötet worden. Stadien wurden umfunktioniert in Militärbasen, in Gefangenenlager. Es wurden in Damaskus aus dem Stadion Raketen abgefeuert und ja, ich schreibe auch in vielen Teilen in dem Buch, wie der Fußball auch von Terroristen benutzt wird, wie er als Anschlagsziel
öffentlichkeitswirksam genutzt wird. Osama Bin Laden hat noch schon in den 90er Jahren Fußballturniere auch organisiert. Das beschreibe ich alles in dem Buch. Aber ich will nicht nur düster sein, ich will auch Ihnen mal ein positives Beispiel nennen. An den können Sie sich noch erinnern. Saddam Hussein hat Irak mehr als 20 Jahre diktatorisch regiert. Sein Sohn Uday Hussein war verantwortlich für den Fußball. Und der war ziemlich krass. Der hat natürlich erfolgreiche Fußballer beschenkt mit Wohnungen, mit Ehrentiteln. Aber er hat ihn auch im Misserfolgsfall nicht nur die Haare rasieren lassen, er hat Spieler zum Teil gefoltert, auch verhaften lassen. Ähnlich wie der Sohn von Gaddafi in Libyen, der sogar mal ein Vereinsheim hat abbrennen lassen, weil ihm der Club zu kritisch war. Sie wissen, Hussein wurde gestürzt von den USA 2003, beide tot, der Sohn ist auch ums Leben gekommen. Und seitdem ist Irak immer noch ein gescheiterter Staat. Mehr als zwischen 4.500 und 30.000 Zivilisten sterben pro Jahr. Und im Irak, seit der Jahrtausendwende, wer interessiert sich dafür Fußball? Ja, das hat mich ganz anderes aus. Und doch, und jetzt erwähne ich die Asienmeisterschaft 2007. Das ist so das wichtigste Turnier, das ist über uns die Europameisterschaft. Die Asienmeisterschaft, Irak nimmt teil, aber keiner interessiert sich damals für den Fußball. Dann spielt Irak aber sehr, sehr gut und gewinnt sogar das Halbfinale gegen Südkorea. Die Spieler sind alle bei ausländischen Vereinen aktiv, der Fußballverband hat seinen Büro in Jordanien, nicht im Irak, die sind alle im Exil. Er gewinnt das Halbfinale gegen Südkorea im Elfmeterschießen. Zehntausende Menschen stürmen in Bagdad auf die Straßen, sie jubeln, freuen sich und in diesen Jubel hinein gibt es zwei Selbstmordattentate und mehr als 50 Menschen sterben. Das Nationalteam möchte das Finale nicht mehr bestreiten, der Schock ist zu groß, aber von einigen Angehörigen der Opfer werden sie überredet. Und dann gewinnt der Irak das Finale gegen Saudi-Arabien und für wenige Tage, vielleicht sogar für wenige Wochen, ist dieses komplizierte Land mit Sunniten, mit Schiiten, mit Kurden, mit Turkmenen, mit Paschtunen, ist für wenige Wochen vereint. Und das ist eine der größten Sensationen in der Geschichte des modernen Fußballs, dass der Irak 2007 die Asienmeisterschaft gewinnt. Es hat sich langfristig natürlich gar nicht viel gebessert, aber selbst Kurden, die ihren eigenen Staat wollen, fühlen sich über den Fußball mit ihrer Nation dort verbunden. Das beschreibe ich in dem Buch und ich beschreibe zum Beispiel auch, wie deutsche Trainer die Bernd Stange. Er hat in Belarus trainiert, er hat in Irak trainiert, er hat vor kurzem noch die syrische Nationalmannschaft trainiert. Und der immer wieder in die Kritik gerät, soll ein Trainer aus einem demokratischen Land, soll er das übernehmen. Bernd Stange sagt, er möchte den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Syrische Politiker haben gesagt, wenn wir jemanden wie Bernd Stange als Trainer verpflichten können, dann zeigen wir der Welt, wir können wieder gewinnen, wenn wir einen Deutschen verpflichten können. Ja. Das ist also Syrien und mittlerweile ziehen auch wieder die Fußballfans, die Ultras, in die Stadien ein. Seit 2017, es gibt auch in Syrien sehr kreative, sehr interessante Ultragruppen. Schade, dass Nadim Rai nicht da ist. Ich empfehle Ihnen trotzdem, schauen Sie im Internet ein bisschen nach seinem Namen. Er hat einen Film mitverantwortet, The Secret Life of Syrian Ultras. Bei YouTube, da geht es um die Fankultur der syrischen Ultras. Und das ist ein wichtiger Teil in dem Buch, wie viele Ultras, viele Fangruppen in der arabischen Welt, in Ägypten, wenn Sie sich daran erinnern, 2011 beim arabischen Frühling haben sie mitgewirkt, im vergangenen Jahr, als in Algerien der Langzeitherrscher zurücktreten musste, auch da haben die Ultras eine wichtige Rolle gespielt, mit ganz kreativen Liedern, und das beschreibe ich eben in dem Buch. Aber in Syrien, auch dort hat man Angst, die Ultras dürfen sich nicht mehr als Ultras bezeichnen, weil das zu extrem gelingen zu müssen, sich als Fangruppen bezeichnen. Und es gab auch schon Geheimdienstler von der Assad, aus dem Assad-Umfeld, die sich in die Ultragruppen eingeschmuggelt haben, Steine auf die Polizei geworfen haben, um einen Vorwand zu schaffen, vielleicht einige Gruppen zu verbieten. Das kurz zusammengefasst. Sie merken, ich könnte immer weiterreden, vielleicht haben Sie auch einige Fragen oder Fragen aus dem World Wide Web. Ansonsten können Sie alles wortgenau und viel mehr Details im Buch Machtspieler nachlesen. Ich mache hier aber mal einen Punkt und vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Wie sagt man, das schon
beim DFB-Bundestag. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Was folgt denn daraus, frage ich jetzt mal. Es ist ja hier im deutschen Fußball auch einmal als Verein, als Verband, als Spieler, als Fan. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat das, was du geschrieben hast, jetzt für den deutschen Fußball? Wenn man das zur Kenntnis und sagt, es ist spannend, das mal so zu sehen, wie das funktioniert, wie die politischen Zusammenhänge sind. Oder was könnte sich daraus ergeben? Was wäre so deine Meinung dazu? Ich merke das an mir, dass ich, wenn ich in diese Länder reise, oftmals mit den Klischees und Vorurteilen dorthin reise, die ich von unseren eigenen Medien anerzogen bekomme. Und die schönsten Momente, die ich hatte in China, in der Türkei, in Ägypten, in Katar, und die Momente, wenn ich meine eigenen Klischees brechen konnte durch Begegnung. Wir neigen ja auch dazu, alles außerhalb von Europa irgendwie abzuwerten. Dass eine WM per se in Katar, in Russland, demnächst auch in China weniger wert ist. Man muss sich trotzdem vor Augen führen, und so hätte ich vor 10 Jahren nicht geredet, dass die westeuropäischen Demokratien minimal vertreten sind, nicht nur in den Vereinten Nationen, sondern auch in der FIFA und so weiter. Eine WM in Katar, in diesem kleinen Land mit 2,5 Millionen Menschen, macht vielleicht keinen Sinn. Eine WM in der arabischen Welt mit mehr als 400 Millionen Menschen, in mehr als 20 Ländern, wo jedes Land Fußball verrückt ist, muss Sinn machen. Ja, wie eine WM in China mit einem Drittel des globalen Wirtschaftswachstums, ein Fünftel der Weltbevölkerung, früher oder später, hat auch China ein WM verdient. Das Fußballsystem ist leider schlecht, aber wir können ja innerhalb dieses schlechten Systems ja auch für gute Werte werden. Wenn der FC Bayern seit 10 Jahren regelmäßig nach Katar reist, dann werden wir das hier nicht ändern können. Aber Fußballfans des FC Bayern laden Gastarbeiter ein aus Katar. Sie schließen sich mit Menschenrechtsorganisationen zusammen. Das Kulturstadion macht seit 4 Jahren, seit 10 Jahren oder vielleicht noch länger, bei der Frankfurter Buchmesse, das ist ein Beispiel, wie wir Menschen zusammenbringen. Und ich würde gerne mehr für die Differenzierung werben, was heutzutage nicht sehr leicht ist in der Mediengesellschaft. Ich würde dafür werben, dass wir Russland nicht nur auf Putin, China nicht nur auf Xi Jinping, Katar nicht nur auf die Menschenrechtsverletzungen reduzieren. Überall habe ich kreative, spannende, engagierte Fußballfans, Aktivistinnen getroffen. Und wenn der FC Bayern, wenn der DFB, wenn andere Clubs sich als globale Marken präsentieren, das Geld international wollen, die Pay-TV-Abonnements international wollen, Klickzahlen international wollen, dann müssen sie auch Trainingslager außerhalb von Garmisch-Partenkirchen machen. Dann müssen sie eben für die globale Öffentlichkeit auch da sein. Und als letzter Punkt vielleicht, man kann schimpfen über WM in Katar, man kann schimpfen über das, aber die Trikots, die sie kaufen, die sind nicht in ihrem Vorort produziert, die sind meistens in asiatischen Regionen produziert. Pay-TV-Konzerne sind auch mit arabischen Konzernen verflochten. Also alles hängt mit allem zusammen und ein bisschen Piano nicht so sehr entfernen. Und ich wollte in dem Buch auch die kreativen Leute stärken, die vielleicht das Interesse auch wecken für die Fankultur, für Gesänge, auch ganz banal für Choreografien außerhalb von Europa. Ja, vielen Dank, das war beeindruckend. Einmal konnte ich mitnehmen, dass die Rolle von den Fans als Zivilgesellschaft etwas Wichtiges ist. Wenn Sie das vielleicht mal ein bisschen so ausführen können, also wie Sie diese Ultras, die Fanszene als Teil nicht des Staates, sondern einer Zivilgesellschaft nochmal, welche Rolle sie spielen können. Und alles auch nochmal, welche Rolle haben aber Vereine, wie etwa Bayern München, wenn sie international agieren, um eben auch Zivilgesellschaft in anderen Ländern zu stärken und sich eben nicht instrumentalisieren oder nur ökonomisieren zu lassen. Die Ultrakultur ist, die Frage zieht auf die Ultrakultur und die Fangruppen, die politische Implikationen hat, ist sehr divers, weltweit sehr divers. In Deutschland sind wir gerade an einem schwierigen Punkt, weil wir in Deutschland eine sehr gute Fanszene haben, mit vielen Ultras, die nicht nur Choreografien machen, sondern auch Gedenkstättenfahrten organisieren, Leserabende gegen Homophobie. Das ist eine politische Kultur, die viele junge Menschen auch für politische Inhalte interessiert, in ihrer Schule, im Umfeld vielleicht gar nicht die politischen Inhalte kommen. Das ist besonders gut organisiert im deutschen Fußball. Und wir müssen aufpassen, dass nach einigen Monaten der Geist der Spiele, der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen vielleicht die Kreativität im Fußball verloren geht. Also da muss der Fußball viel Akzeptanz schaffen, dass diese kreativen Leute ihm erhalten werden.
In Ägypten, in der Türkei, im Iran ist es ganz anders. Da sind die Leute auch politisch für uns, aber nicht zeigen. Die Ultras, die 2011 am arabischen Frühling mitgewirkt haben, mehr als 150 von ihnen sind danach getötet worden bei Demonstrationen, bei Massenpaniken im Stadion. Der Geheimdienst kontrolliert die sehr, sehr stark. Ich war in Kairo und fühlte mich wie noch nie beobachtet und kontrolliert. Und als deutscher Staatsbürger werden die natürlich einen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder rauslassen. Aber ich würde meine Quellen in Gefahr bringen, wenn ich dort Leute gefährde. Die WM in Russland war ein ganz gutes Beispiel. Da hatte der DFB keine einfache Rolle. Ja? Und wenn er zu sanft mit dieser Rolle des Regimes ist, dann wirft man das gegen jeden politisch vor. Wenn er zu viel macht, wenn er zu viel die russische Politik kritisiert, dann würden das die Leute um Putin herum auf die ohnehin schon marginalisierte Zivilgesellschaft abladen. In diesem Zwiespalt für den Fußballverband, von dem alle unterschiedliche Dinge verlangen, war es sehr schwer. Das fand ich mal ein gutes Beispiel. Also ich finde einfach, dass wir Europäer nicht so arrogant sein sollten, nachdem wir über Jahrhunderte viele Teile der Welt ausgebeutet haben und wirklich Grenzen gezogen haben. Differenzierte Kritik, den Menschenrechten und Aktivisten Interesse entgegenbringen, Vernetzung herstellen, das kann der Fußball. Und wenn die Clubs schon mit ihren mehreren 100 Mitarbeitern schon nicht glauben, Sozialunterricht geben zu können, dann sich einzulassen auf Menschenrechtsorganisationen, auf NGOs, auf Bündnisse und vielleicht im Hintergrund der Vernetzung werden. Das muss ja nicht immer die groß an die öffentliche Glocke gehängt werden. Weil gestern auch ein Thema mit Johannes Ehrmann und Andreas Buch, die gesellschaftliche Rolle des Fußballs, fand ich sehr interessant. Also da hat der Fußball mit seiner Reichweite schon eine enorme Strahlkraft, das im Hintergrund zu vernetzen. Dann sehen wir weiter, wie es läuft. Also früher, 80er, 90er, 70er, das Thema Länderspiele, mittlerweile haben wir die Nations League, immer mehr Wettbewerbe kommen dazu und das gibt einfach so eine Überpräsenz, hat man das Gefühl. Wie sehen Sie die Entwicklung? Mittlerweile wird ja auch gesagt, dass sehr viele Menschen gar keine Länderspiele mehr anschauen, weil es einfach zu viel ist. Ich persönlich als mein Fan hat sich schon sehr verändert. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Jetzt haben wir mal eine Phase, wo alle irgendwie zu leiden haben in dieser Zeit. Ja, alle, Gastronomie, Tourismus, alle haben Schwierigkeiten haben. Ich war eigentlich erstaunt, dass dieses Spiel Deutschland, Türkei immerhin noch 6 Millionen Menschen geschaut haben. Das ist ja relativ viel. Ich finde es auch relativ normal, wenn dieses Narrativ, diese Aufstiegsgeschichte des DFB mit dem WM-Titel 2014, danach kann es erstmal nicht weiter weitergehen. Also, wir leben in Wellen, wir bewegen uns in vielen Branchen in Wellen. Das finde ich okay und ich will mich darüber auch nicht empören. Die Energie habe ich gerade wirklich nicht mehr aufwenden. Ich weiß, wir sind eine kommerzialisierte Branche. Ich würde diese Kommerzlogik des Fußballs, zu der nicht nur wir gehören, sondern auch Wettanbieter, Bierbrauereien, Imbissketten, Multikonzerne, die ganz, ganz viel Geld damit verdienen. Und da bestimmt nicht FAZ, die Deutsche und Zeit, die mediale Debatte, sondern Sky, Kicker, Sport, etc., die alle vom Fußball profitieren. Ich profitiere vom Fußball, weil sie mir jetzt zuhören, weil ich Fußball verschieden habe. Ich würde in diesem Kommerz, in diesem Konstrukt, würde ich für positive Sachen einfach werden. Ich würde den Fußball auch nutzen, wie das die Kulturstiftung macht, wie das die Wittgenstein macht, wie das viele Stiftungen machen, diese Reichweite nutzen und damit bin ich schon zufrieden. Ich interessiere die Spiele auch gar nicht mehr so sehr. Aber ohne den Fußball hätte ich nicht Karl Kürz kennengelernt, hätte ich den Ulrich Wittitz kennengelernt, hätte ich diese vielen spannenden Projekte kennengelernt, was es alles im Fußball mittlerweile gibt, in diesem Schatten des Fußballs. Und das reicht mir eigentlich. Und wenn die einen den DFB oder die Nationalmannschaft schauen oder nicht, dann können sie sich darüber streiten. Und so wird es auch vermutlich noch einige Jahre weitergehen. Vielen Dank. Ich habe noch einige Möglichkeit dabei und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund, soll kein Floskel sein und danke für die Aufmerksamkeit.